Ja, und somit mal wieder herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo nach einer geschmeidigen Pause. Wir sind weitergekommen zu Strecke Nummer 69. Nein, 96. 69. Ja, da war ich vielleicht noch irgendwo mit den Gedanken woanders. Ja, wir düsen los. Ich habe mich mal wieder richtig gefreut. Alter, da unten durch. Hier. Uiuiuiui. Hier die ganzen LKW-Anhänger. Okay, da sind richtig viele. Ja, habe ich mich mal wieder richtig gefreut, Trackmania aufzunehmen. Hatte halt in letzter Zeit gar nicht so viel Zeit, also deshalb die kleine Pause so ein bisschen. Ja, und dann habe ich gesehen, oh, wir haben ja Down and Dirty Valley. Wobei eigentlich an sich, hier haben wir jetzt ja gerade relativ viel Asphalt, gar nicht so schlecht, aber halt zu wenig Platz immer. So, oh hier, oh. Ja, okay, hier kommt jetzt schon ein bisschen der Schotter mit dazu. So, und die ganzen LKW-Anhänger, die nerven so ein bisschen. Weil man natürlich immer ein bisschen schauen muss, dass man nicht irgendeinen Reifen hängen bleibt oder an irgendwas anderem, dass man schön durchkommt. So, ich streng mich jetzt auch noch nicht so ganz an. Erstmal so ein bisschen schauen. Okay, hier müssen wir auch... Oh, Alter. Okay, wir müssen doch nicht da durch die kleine Lücke durch. Ich wollte mir natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die Strecke anschauen. Ganz schön kurvig. Und ja, halt immer so ein bisschen eng. Vom Asphalt her. Sobald man ein bisschen auf die Wiese kommt, wird es halt dann wieder ganz schön schnell rutschig. So, hier noch durch. Oh, der war gut, aber die Kurve war jetzt noch nicht so gut. Ich wollte schon sagen, die Goldmedaille ist immer noch hinter uns, was mich verwundert hat. Aber wir fahren ja gegen die Silbermedaille. Und die ist eigentlich gar nicht so weit hinten. Weißt du, dann bremse ich hier mal ein bisschen weniger. Weil sobald ich irgendwie bremse oder so, fängt er meistens auch immer ziemlich schnell an, irgendwie rumzurutschen. Aber dann kriege ich die Kurven manchmal auch gar nicht. Hier ging es jetzt einigermaßen. So, und genau das meine ich. Da sind wir total falsch gefahren. 4 Sekunden waren wir schlechter wie die Silbermedaille in dem einen Run. So, Alter, hier die Kurve. Irgendwie bin ich hier immer viel zu schnell. Aber ich habe keinen Bock zu bremsen. Ich denke mir so, okay, oh, gerade voll auf Speed hier. Aber dann, ja, bringt es mir natürlich auch nichts. Oh Mann, Bremse. Was soll ich eine Bremse? Keine Ahnung. So, vor allem, wenn ich hier bremse, dann rutscht immer so. Und vor allem auch hier die Sicht hasse ich voll eigentlich. Die Stoßstangenperspektive. Weiß nicht, mit der komme ich irgendwie nie so ganz klar. Ich weiß auch nicht wieso. Das war eine Abkürzung. Bisschen. Aber geht ja jetzt gerade einig. Ah, oh, ja, nein. Jetzt fliege ich da. Ja, hier kommt es halt wieder vorbei, gell? Alleine für die Silbermedaille. Vielleicht bekommen wir sie noch. Uiuiui. Ja, der ist gerade aber auch ganz schön knapp hier gefahren. Er fängt halt auch gleich mal an zu... ein bisschen zu rutschen hier, wenn ich ein bisschen bremse. So, nein! Ah, fuck! Vorm Ziel auch noch. Kleiner Fehler vorm Ziel. Natürlich verbessert, aber... ja, leider... 0,15. Also wirklich minimal... Ich habe auch gar nicht drauf geschaut, wie weit Gold und Silber auseinander sind. Ob das dann nur noch vielleicht so 1-2 Sekunden sind oder auch nochmal so 5, was ja dann nochmal eine Menge wäre. Wobei ich jetzt gerade eigentlich ganz gut war. Oh, Alter, der Holzpfosten da, der nervt auch ganz schön. Wobei es sich gerade hier gerade bleiben eigentlich gerade gar nicht mal so schlecht ist. Im Gegensatz zu den letzten Runden. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt waren wir eigentlich vor allem im ersten Teil relativ gut unterwegs. Konnte man gar nichts dagegen sagen. Auch hier die Kurve war richtig gut. Wobei, so weit vorne sind wir, glaube ich, auch gar nicht. Obwohl, ja, eine Sekunde. Eine Sekunde ist eigentlich schon... geht eigentlich.
Ah, hier, guck mal. Sobald ich bremse, fängt er an zu rutschen. Da muss ich nicht mal unbedingt auf der Wiese sein. So, oh, hier ist mein Ghost. Okay. Dann hat der Silber-Tippi mich hier überholt. Aber ich habe auch den... Okay, ich passe sogar durch. Ja, bin aber jetzt hinten. Okay, hätte ich es nicht gedacht. Wäre cool gewesen, wenn ich durchgekommen wäre, ohne da Geschwindigkeit zu verlieren. Das wäre richtig toll gewesen. Aber, ja, man kann leider nichts alles haben. So, gleich kommt wieder eine Jump. Hier müssen wir... Das gibt's nicht. Immer hier an der Stelle. Oh, das kostet auch Zeit. Wobei, es geht. Wir sind wieder vor meinem Ghost. Ah, jetzt bin ich hier wieder ein bisschen weiter rausgekommen. Das ist doch mies. Bei dem Sprung muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Der Sprung kann einen ziemlich schnell hier raushauen. So, war doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wieder 1,05. Ich habe schon zwei, drei Mal genau an der Stelle geschaut und immer 1,05 habe ich hier. Schon ein bisschen seltsam, dass ich ja meistens genau das gleiche habe. So, hier gerade. So, einigermaßen schön aufgekommen. So, hier einmal diesmal in der Mitte durch. Nicht irgendwo an der rechten Seite. So, oh, nirgends an... hier überall immer ankanten. Gibt's ja gar nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir sind sogar durch die Mitte durchgekommen. Aber halt zur goldenen bin ich mal gespannt. Hier einiges an den Listen hochgekommen. So, was haben wir zur goldenen? Ja, nochmal 2 Sekunden. Ich bin auch vor allem ganz hinten, kurz vorm Ziel, so ein, zwei Mal wo rangekommen. Das könnte natürlich auch ein bisschen sein, dass wir hier ein bisschen, ja, aufpassen müssen. Aber sind es 2 Sekunden? Ich weiß es nicht. Hier muss ich irgendwas tun. Wobei wir noch, ja, relativ gut dran sind. So, ja. Schon blöd abgesprungen, blöd aufgekommen. Aber ich muss halt einfach schauen, dass kein Kontakt irgendwo besteht. So, verdammt. Wir probieren es trotzdem mal. Vielleicht geht ja noch was, obwohl die gerade ein bisschen wegfahren, gell? Ich weiß nicht, ob die Goldmedaille irgendwo noch einen Fehler macht. Auch hier. Ah, jetzt ging es eigentlich mal. So, nee. Auch wo wir jetzt gerade ein bisschen gerutscht sind, ist auch die Geschwindigkeit halt nach unten gegangen. Wir waren schon hinten. Oh. Hätte ja schon mal Lust auf eine neue Strecke. Oder auch am besten wieder ein neues Thema hier. Hier das Down and Dirty, ich weiß nicht, irgendwie... Es ist an sich nicht schlecht, aber irgendwie mag ich es halt trotzdem nicht. Ich finde es, also für mich persönlich ist auch der schwierigste Streckenmodus, wenn man es so sagen darf. Oder die Wagen sind halt auch vielleicht so, sag ich mal, so rutschig unterwegs. So, vor allem sollte ich ja eigentlich auch noch zweimal mit Silber ins Ziel kommen, gell? Also sollte ich gar nicht immer bei einem kleinen Fehler mich zurücksetzen lassen. Wobei ich halt trotzdem, ja, Silber muss ich halt auch bekommen. Was war das von der Zeit bei Silber? Wieso immer gegen den Pfosten, ey? Den haben sie da richtig kacke platziert. Sie ihn nicht irgendwo anders platzieren können. So, oh, jetzt waren wir in der Kurve ganz gut eigentlich. Alle beisammen. Ah, okay, Gold geht doch wieder ein bisschen nach vorne. Aber eigentlich auch gar nicht so extrem weit. Hier, der rutscht mir immer so viel, wenn ich bremse. Und wenn ich nicht bremse, dann knall ich immer in die Außenbande rein. So, okay. Ich hab schon gedacht, ja, ich flieg auf die Kante von der Brücke.
Aber so ein Fehler natürlich, ja. Da brauche ich auch nicht zu Ende fahren, weil da wird es auch ein bisschen schwierig mit der Silbermedaille. So, nein! Wie gesagt, da kann man den Wagen halt teilweise ein bisschen schlechter einschätzen. Ich hätte es gedacht, das klappt noch. Ich meine, es wäre knapp geworden, aber ich hätte es gedacht, so, das kriegen wir hin. Und dann war ich in der Kurve wieder zu schnell. So, oh, das war ein bisschen zu... Ja, ja, da können wir gleich nochmal neu anfangen. War ja schon eine erste Kurve hier verkackt. Ich glaube, ein bisschen zu schnell rein und dann... So. Also jetzt klappt es gerade gar nicht mehr. Irgendwie. Aber so, zumindest den Goldschocker hätte ich eigentlich schon gerne. Hm, ja, wobei eigentlich die Goldschocker auch gar nicht so viel nutzen an sich. Ich meine, die Goldschocker sind ja so ganz lustig und cool an sich, aber eigentlich bringen sie gar nichts, weil es gibt ja die Serien, also was war es, irgendwie weiß, grün, blau, rot, schwarz. Und in der schwarzen Serie muss man halt alle anderen Schrecken wirklich auf Gold schaffen. Aber der Goldschoker, was ich da nicht so ganz verstehe, der zählt nicht richtig als Gold. Uiuiui. Deshalb muss ich ja eigentlich jede Strecke auf Gold schaffen. Und der Goldschoker, ja, ich weiß nicht, was der bringt groß. Wir probieren es noch einmal, können dann vielleicht doch noch den Joker einsetzen, aber ich weiß nicht, was er im Endeffekt bringt. Das verstehe ich nicht so ganz, weil der Goldschoker ja nicht als Goldmedaille zählt. So, jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir jetzt probieren, den Goldschoker zu machen, aber dann auch noch Gold bekommen würden. Das wäre schon ziemlich nice. Ah, wir haben auch relativ gut gestartet, aber hier kommt die Goldmedaille immer nach vorne. Check ich wirklich nicht. Also an anderen Stellen würde ich es ja verstehen, dass sie mich überholt. Aber an der Stelle habe ich jetzt ja nicht unbedingt das Gefühl, dass ich da mega schlecht war. Deshalb verstehe ich es nicht, wieso sie da immer rankommt. Muss ich ehrlich gestehen. Ah, und jetzt komme ich ja so weit nach außen. Es war eigentlich schon eine schöne Runde bis dahin. Vor allem hier sind wir richtig schön durchgekommen. So, aber jetzt sind beide vorne. Ah. Vor allem, komm, hier kommt er mal so ein bisschen weg. Kriegt immer noch so ein bisschen Abstand hin. Aber wieso, weiß ich auch nicht so ganz. So, Concentration. Ah, verdammt. Nein, das gibt's nicht. Ich will doch nur zumindest noch eine silberne haben. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr wollte ich doch nicht. Oh, das war auch wieder gefühlsmäßig gut, aber irgendwie trotzdem hier die Goldmedaille immer vorne. Kann es sein, dass hier um einiges schwieriger ist wie sonst? Oder mir liegt die Strecke halt einfach gar nicht. Oh, Momentchen mal. Wieso bin ich hier so nah dran? Ja, und dann natürlich, klar, macht man irgendeinen Fehler, der eigentlich total scheiße war. Oh Mann, oh Mann. So, also ich bin vorne. Ah, nee, okay, nicht ganz. Aber noch sehr gute... Also, was war jetzt gerade? Weil wir dann plötzlich so nach vorne geschossen sind. Haben aber auch nicht ausgenutzt, obwohl... Ah, nein! Wieso rutscht er mir hier so blöd weg? Gibt's doch gar nicht. Das wäre die Chance gewesen. Würde ich erstmal so behaupten. Wir waren da schon gut dabei. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand. Im negativen Sinne. Ich mag wieder in die weiße Serie. Da war es noch einfach. Vor allem, wir sind halt erst in der blauen.
Dann kommt ja, glaub, noch Rot und Schwarz. Da bin ich auch mal ein bisschen drauf gespannt. Oh, wow, wow, das war auch ein bisschen sehr knapp. Oh, Hallöchen. Ah, nicht Hallöchen. Wollte schon sagen, wir sind gerade gut rangekommen. Oh, Hallöchen. Okay, doch noch die Goldene bekommen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal damit gerechnet, aber ich habe auch nicht gewusst, dass der da gegen die Bande fährt. Ja, das ist ja natürlich sehr cool. Hab mich schon mega mit einem Goldschock abgefunden, aber na gut, wir schauen uns noch die nächste Strecke an. So, und hier sind wir schon bei Strecke Nummer 97. Bald sind wir im dreistelligen Bereich hier. So, ich bin mal gespannt. Vielleicht geht die Strecke ein bisschen einfacher. Die kenne ich doch irgendwie her schon mal so ein bisschen. Der Start war schon... Das wäre mir da drüben schon mal gewesen. Irgendwie bekannt, aber hier müssen wir so... Wenn ich hier gerade bleibe... Ganz knapp, hey. Ganz, ganz knapp. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich jetzt... Oh, hey, es ist ja so ein bisschen nach links gegangen. Obwohl ich nicht mal was gemacht habe. Mein Wagen macht sich selbstständig. Weil das gerade so leicht nach links ist. Er will immer nach rechts. Gibt's doch gar nicht. Und dann fliegt er so komisch. Alter, der Start ist ja mega kacke. Wenn man da gar nicht, teilweise nicht mehr was richtig dafür kann. So, hallo. Genau. So ein kleines Ästchen von einem Busch. Haltet mich davon auf. Hier weiter zu... was? Drift hier. Okay, das war verkackt. Ich habe gedacht, die Kurve wird ein bisschen enger. Aber war dann gar nicht so extrem eng. So, wir cruisen mal eine Runde. Ein bisschen langsamer. Das ist so komisch, weil man hier unten dann bei einem Sprung manchmal so die Strecke sieht, aber man da gar nicht rumfährt. Ich schaue mich jetzt noch so ein bisschen hier um. Was es hier so Tolles gibt, Alter. Da wäre so ein Kacksprung, Alter. Dann haben wir hier ein Ziel und geradeaus hatten wir auch ein Ziel. Hier hoch ist natürlich, ja, wegen bergauf natürlich wegen der Geschwindigkeit vielleicht so ein bisschen. Hm. Wir haben sogar noch eine Bronze bekommen. Oder? Hier haben wir noch Gold. Ah, wir haben gar keine bekommen, kann es sein? Weil die Goldmedaille auch noch drin ist. Oh, der wackelt so rum. Kann ich mal was machen? Hier erstmal baden. Eine Abkühlung hier. Ah. 18 Sekunden zur Goldmedaille. Ah, jetzt komme ich hier so auf. Kann man teilweise so was von gar nichts hier steuern. Das Komische ist, sobald ich minimal nach links gehe, dann geht der Sprung nicht. Guck mal, dann passiert sowas. Aber solange ich gerade bleibe, dann gehe ich rechts gegen den Felsen. Guck mal, hier springt er jetzt schön. Aber jetzt geht er hier so... eben, kommt hier der Stein. Wie fährt denn der die Goldmedaille hier? Weil das war wieder... eine Drehung, genau. Ich drehe um einmal. Geht natürlich auch. Einmal wieder ins Start reinzufahren. So, oder dann komme ich hier so blöd auf. Das ist doch kacke, Alter. Der Start also. Den muss man irgendwie so perfekt irgendwie hinbekommen. Aber ich weiß nicht wie. Hallo, wie habe ich denn das geschafft? Keine Ahnung wie. Jetzt muss ich ein bisschen an der Goldmedaille achten. Da ist der komische... robuste Busch. So, jetzt muss ich nur noch dranbleiben. Ah, ein bisschen zu viel mal wieder. Fahren wir jetzt hier den Berg hoch, haben wir halt so wenig Speed. Und dann verlieren wir halt so massig Zeit an die Goldmedaille hin. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Wir haben auch wieder Speed verloren. Ah, da war ein Stein. Da auch nochmal ein Stein. Oh, das waren nur 3 Sekunden eigentlich. Ich habe gedacht, wir waren viel weiter weg. Oh, komm. Das gibt's doch nicht. Hier hoch.
Jetzt hier noch so ein bisschen jumpt. Wir könnten hier auch geradeaus. Ich schau mal hier hin. Guck mal, das ist doch eigentlich bedeutend schneller, oder? Ich glaube, da gerade ist ein bisschen schneller. Nur wenn man halt vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs ist, kann man natürlich... Kann es sein, dass man übers Ziel rüberfliegt. Ich weiß es nicht. So, ah nein, wieder dahin. Also diese Strecke, die mag mich gar nicht. Ich habe es dann noch nicht mal geschafft, eine Bronzemedaille abzukassieren. Ah, obwohl, das ging jetzt einigermaßen. Das ging jetzt. Okay, wir haben, glaube ich, zwei, drei Mal auch zurückgesetzt, gell? So, wir schauen hier. Hier den Drift, oder die zwei Drifts müssen wir ein bisschen besser hinbekommen. Der war jetzt... ein bisschen schneller wie vorher sind wir schon, aber das reißt es jetzt auch nicht ganz raus. So, das war schon mal ein bisschen besser. So, dann hier. Das meine ich eben. Dann jumpen wir hier so ein bisschen daneben und dann ist es schon, ja... Man muss es abschätzen können, was besser ist, den Berg hoch oder darunter. Muss man, denke ich mal, relativ spontan auf die Lage entscheiden. So, eine Sekunde oder 1,6 zur Silbermedaille. Hier, der eine Stein, der so ein bisschen rausschaut, der nervt so richtig. Wenn der nicht wäre... ein bisschen schräg aufgekommen. Hier wieder die Kontrolle bekommen. Okay. So, wir sind vorne. Wir sind mal vorne. Halt vor der silbernen. Ah, nein, nein, nein. Verdammt. Ah, war gar nicht so schlecht. Aber leider... Guck mal! Wenn ich zu weit nach links gehe, dann macht er einfach so einen Purzelbaum. Einfach so nach vorne, so eine schöne, elegante Rolle. Die ich gar nicht so ganz verstehe. Nein. Oh. Weißt du, wenn er dann anfängt, sich auch noch zu überschlagen, kann man es eh gerade vergessen. So. Oh, das müsste... Ja, guck mal, genau gleich wie die Silbermedaille eigentlich. So, Concentration, please. Jetzt kommt die Kurve. Ich weiß nicht, ob ich hier bremsen soll. So ein bisschen. Ah, nein. Verdammt, guck mal, jetzt hier richtig langsam nach oben. Ah, verdammt. Mich wundert es gerade die ganze Zeit, dass ich trotzdem noch... Ja, da kommt es ja schon. Dass ich trotzdem eigentlich noch vorne war. Das hat mich so ein bisschen gewundert. So, jetzt hat man auf den Jump so ein bisschen achten. Ah, fuck. Okay, wir gehen hier entlang. Hey, Silbermedaille. Ah, ne, das war mein Ghost. Ja, aber jetzt den Berg nach oben wäre ich halt relativ langsam gewesen. Deshalb bin ich hier runtergegangen. Kann man vielleicht noch ein bisschen ein, zwei Sekunden rausschlagen. So, Herausforderung Gold. 5,5 Sekunden. Ich wollte gerade aufrunden auf 5, habe dann aber gedacht, so, ja, 4,6 ist dann doch ein bisschen, ja, einiges zum Aufrunden. Ja, wo waren wir so schlecht? Das geht eigentlich. Und der Start war gerade mega. Der war gerade richtig mega. Kann man nicht mal was dagegen sagen, aber der Gold... Guck mal, hier abzukürzen, es geht einfach nicht. Wir waren eigentlich sogar ein bisschen vorne, wobei sie uns dann trotzdem nochmal wiederholt hat. Nein, überholt, nicht wiederholt. Der Start war mega geil. Jetzt kommt der Stein, oder? Ja, natürlich. Dass wir nach dem Sprung nach vorne waren. Ist irgendwie geschafft, hier perfekt rüber. Hier schon wieder. Perfekt rüber zu kommen. So, wenn man hier meinen Ghost auch anschaut, waren wir bis hierhin gar nicht mal so schlecht zur Goldmedaille gesehen.
So, oh, 140. Das ist relativ schnell. Die Goldmedaille ist noch mal einen Ticken schneller gewesen. Aber das war das Schnellste, was wir bis dahin hatten. So, und dann hier. Hier ein bisschen zu eng gefahren. So, geht noch. Geht noch. Gerade so. Ja, super. Oh Mann, oh Mann. Okay, letzter Versuch. Wollte ich mal sagen, von diesem Part. Wenn wir jetzt... jetzt bleiben wir am Stein hängen. Okay, nochmal ein Versuch, würde ich sagen. Wenn wir den Sprung schaffen, dann ist der letzte Versuch. So, jetzt komme ich hier auch noch auf. Double Jump. Ja, das ist halt jetzt natürlich eigentlich ein blöder Versuch. Weil hier ist noch an die Goldmedaille zu kommen. Dadurch, dass der Anfang schon nicht gelungen war. Okay, wir üben noch hier ein bisschen. So, oh, jetzt haben wir hier 150, 160 rumgehabt. Haben somit unseren Ghost schön überholt. Ein bisschen auch an die Goldmedaille ran. Was haben wir? 1,4 Sekunden. Ah, ich gehe hier immer zu eng. Immer zu eng in die Kurve rein. Das ist mein großer Fehler. Wir haben voll in den Baum rein. Das gibt's doch nicht. Das war aber sehr knapp. War schon ein bisschen knapp. Die Pfütze hätten sich auch sparen können. Uiuiui. Hier konnte ich durch die Büsche durchfahren. Aber durch den einen nicht. Auf zwei Rädern. Hier Style fahren. Obwohl wir auf zwei Rädern so komisch gefahren sind, haben wir trotzdem gut Plus gemacht. So, jetzt aufpassen. Nicht zu früh rein. Ja, super. Jetzt war ich immer zu eng. Und dann hatte ich jetzt Schiss, dass ich zu viel lenk und habe zu wenig gelenkt. Gibt's ja gar nicht. Ah, da treffen wir wieder den Stein. Das kann's ja nicht sein. Ja, ich würde mal sagen, vor dem Part. Wenn man das zu oft probiert, dann funzt das mal schon nicht. Vor allem, jetzt war ich hier irgendwie blöd in der Pfütze drin. Wir machen noch den da, aber irgendwie rutscht er auch so komisch. Nee. Nee, nee, nee. Und bam. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.